Zeit interessiert zu. Genau. Dann, okay, da kommen wir noch. Martina, Thomas sehe ich. Genau. Ich habe links, wenn ihr links drauf geht, da gibt es so geteilte Notizen. Wenn ihr die mal aufmacht, das ist so ein Etherpad, da kann man synchron reinschreiben. Könnt ihr da mal ein paar Stichworte zu den Fragen sammeln, die ihr habt? Und dann machen wir das aber einfach mit Mikrofon auf und jeder kann seine Frage stellen. Ja, es ist, wie es immer ist, ne? Die Viertelstunde brauchen die Leute. Jetzt kommen noch Aurela sich, Martina, Ragnar, Thomas. Genau, also ich teile mal die Webversion von dem LernOS-Leitfaden. Präsentator werden, Bildschirm. Den brauchen wir. Genau, oder ihr hebt die Hand oder ihr hebt einfach eure Stimme und schießt los mit euren Fragen. Und dann schreibe ich da ein paar Stichpunkte dazu. Ist denn jemand da, der sagt, Lerner ist für dich, was ist das eigentlich? Dann könnte ich auch so einen kurzen Durchflug oder kurze Einführung nochmal geben. Ich hebe nicht die Hand, ich fange einfach an zu quatschen. Ja. Ich bin vor ganz kurzem erst über LernOS quasi gestolpert über den Podcast, den der Leonid mit dir gemacht hat. Ja. Auf seinem Firmenfunk-Podcast. Und war halt fasziniert davon, weil ich vor ein paar Wochen oder im Februar, März gesagt habe, ich bin Teamleiter bei uns in der Firma von zwei Teams und habe mich irgendwie mit dem Thema Weiterentwicklung und Coaching von Mitarbeitern mit beschäftigt und dachte irgendwie so dieses von oben und ja, ihr dürft Schulungen besuchen, das ist alles nicht so das Richtige. Eigentlich müssen die Leute von sich heraus ja sich Ziele setzen und sagen, wie will ich mich weiterentwickeln, wo soll die Reise hingehen? Und dann habe ich so ein bisschen überlegt mit Working Out Loud, das ist eigentlich ganz cool mit diesem wöchentlichen Rhythmus und so, ob ich nicht das irgendwie versuche zu verknüpfen mit so ein bisschen Kanban und anderen agilen Methoden, Scrum, zu sagen, hier macht euch einen Lernplan und bla und wollt dann anfangen, das auszuarbeiten. Dann habe ich den Podcast gehört und dann, oh Mensch, hat ja schon einer gemacht, muss ich nicht mehr ausarbeiten. Sehr schön. Ja. Und bin dann jetzt über Homepage haben wir auf die Konferenz gestoßen und bin jetzt quasi ganz neu dabei und bin ein bisschen erschlagen, gebe ich auch ganz offen zu, von dem vielen Content, den ihr schon habt. Und versuche gerade meinen ersten Lernzirkel zu starten und frage eigentlich so, ja, womit startet man jetzt, wenn ich jetzt sage, bis vor kurzem hieß er noch der Getting Things Done Lernpfad. Das war so das, was ich mir als erstes angeguckt hatte. Mache ich dann lerne Getting Things Done oder sage ich, ich habe ein Lernziel und lerne parallel Getting Things Done, indem ich an diesem Lernziel arbeite, weil ich den Getting Things Done Lernpfad mache? Ja. Ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Also die Grundidee ist, dass es erstmal keine vorgegebene Reihenfolge dieser Lernpfade gibt. Ne, wir haben, da kann ich mal hier in diesen Flow, wir haben zum einen mal gesagt, was so ein ganz gutes Muster ist für selbstorganisiertes Lernen, und da wir ja verstehen, dass ich mir selber mein Lernziel stecke, selber mein Curriculum baue und selber die Lerninhalte mir raussuche. Ne? Und die Lernpfade sollen eigentlich mir helfen bei Sachen, die viele Leute lernen sollen, dass ich mir nicht alles raussuchen muss, schon mal so eine Vorgabe habe, was es an Material gibt. Ne? Und dann haben wir so als Hypothese, wenn jetzt ein Mitarbeiter in einer Organisation selbstgesteuert lernt, ne, es hat ja niemand irgendwie einen Tag oder einen halben Tag die Woche Zeit, dass man das sozusagen erstmal kompakt angeht und sagt, man klaut sich in jeder Woche so eine Stunde bis zwei maximal. Also die Lernpfade sind so aufgebaut, dass man mit, sagen wir mal, zwei Stunden in der Woche bequem durchkommt. Mhm. Und dann war eben der Gedanke, was muss denn da rein, wenn ich Leuten professionelle Wissensarbeit oder selbstorganisiertes Lernen beibringen will. Und da sind wir bei dem gelandet, was jetzt, könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen im Screenshare, aber was hier dieser LernOS Flow ist. Also Flow quasi diese Grundidee, ne? Wie komme ich in der Arbeit in den Flow, so Deep Work Phasen, wie habe ich immer Vertrauen, dass ich die richtigen Ziele auf dem Radar habe und so weiter. Ne? Wie komme ich trotz Informationsflut, vielleicht wer gerade Hintergrundgeräusch hat, muten. Ich habe ziemlich viel Wadern und Waschmaschinen und genau, cool.
Na und so kam es dazu, dass wir eben gesagt haben, okay, wir bauen diese drei Methoden zusammen. Also das, was in der Grafik grün ist, ist alles, was so aus der Getting Things Done Welt kommt. Rot ist Objective Key Results. Blau ist Working Out Loud, eher in dem Bryce Williams Flavor, also zu sagen, bisschen Problem bei der Digitalisierung ist ja, dass die Wissensarbeit durch die Digitalisierung unsichtbar wird. Also ich sehe nicht mehr, was die Leute an ihrem Rechner den ganzen Tag rumtippern. Und das heißt, das muss ich sichtbar machen durch Barcamps, durch Sessions, durch Blogs, durch was auch immer, Podcasts und darüber erzählen. Ja, ja. Das ist quasi jetzt diese Logik hier. Na, und aus dem Flow abgeleitet dann eben die drei Lernpfade, ne, wo man sagt, so ähnlich wie bei einer Wanderung, da sagst du ja auch nicht, du musst zuerst auf den Berg und dann auf den, sondern der Wanderer sucht sich aus, was für ihn das Beste ist. Ne? Will ich eher steil, will ich was Neues, will ich einen Pfad, wo ich schon mal was gemacht habe. Na, und dann, wenn mich jemand fragt, sage ich halt immer dazu, na, wenn du irgendwie total gestresst bist und super viel zu tun hast und der Chef dir viele Aufgaben und Projekte gibt und du gar keine Zeit hast, das habe ich nämlich oft in meinen Wall-Circling gehört, ne? Ich musste dann abends machen oder in der Freizeit machen, ne? dann habe ich immer gesagt, mach mal als erstes den GDD oder jetzt Produktivität und Stressfreiheit, weil da rationalisierst du dich selber und da hat man ziemlich schnell 20% seiner Arbeitszeit eingespart. Ne? Da gab es vor, weiß ich, wer das mitgekriegt hat, so vor 6-7 Jahren war das total hip, das Buch 4-Hour Work Week von dem Timothy Ferris. Na, da ging es quasi darum, was muss ich tun, um in einem normalen Angestelltenverhältnis nur 4 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen. Und es gab eine ziemlich harte Community, die so richtig mit Excel-Sheets und Tracking versucht hat, da ranzukommen. Ne? Und da war halt eines der ersten Sachen, die man kriegen musste, war Erlaubnis für Remote Work, weil ich muss aus der Sichtweite des Chefs kommen, weil sobald ich mich runterrationalisiere, sagt der Chef, ah, klasse, Mitarbeiter X geht gerade in Elternzeit, dann machst du einfach seinen Job mit. Ne? Und dann habe ich mir selber irgendwie ins Knie geschossen, weil ich sozusagen zwar produktiver geworden bin, aber dafür kriege ich nur noch mehr Arbeit. Ne? Ja, und ja. Das hat man jetzt gemerkt in der Pandemie, hilft halt einfach, dadurch, dass alle im Homeoffice sind, ne? Steige ich in GDD ein, rationalisiere mir 4 Stunden weg. Dann habe ich Zeit quasi meinetwegen in WOL mal was zu machen, was ich so wirklich, wirklich will. No, und dann hatte ich auch in meinem Wall-Circling gesehen, dass viele irgendwie Schwierigkeiten hatten, überhaupt zu sagen, was ist denn jetzt in meinem Berufskontext ein eigenes Ziel, was ich verfolge, weil viele halt total fremdgesteuert waren. No, und da ist halt diese eine Woche, sich über sein Ziel Gedanken zu machen, zu kurz. No, der John sagt zwar in seinem Leitfaden, das Ziel ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich nur anhand des Ziels ja eigentlich eine bestimmte Arbeitsweise lernen will. Na, und dann habe ich aber gemerkt, dass sind Leute im Circle, die in Woche 6 oder 7 noch mit ihrem Ziel rumhadern und gar nicht zu den Übungen kommen. Na, und in so Fällen sage ich dann halt, naja, wenn du dir selber irgendwie einen Mechanismus setzen willst, wo du dir systematisch immer Gedanken machst, was für ein Ziel nehme ich mir als nächstes vor, na, dann ist vielleicht diese OKR, der OKR-Lernpfad der richtige, weil man da genau das halt über einen Sprint lernt. Na, und natürlich auch das dann in die Organisation trägt, wenn die Organisation OKR nach Lehrbuch implementiert, dann ist ja die Regel quasi 5 OKRs pro Sprint und maximal 3 davon dürfen top-down kommen. Also das heißt, 2 meiner persönlichen OKRs kommen ohnehin bottom-up und damit ist auch die Frage erledigt, habe ich genug Zeit für mein Wollziel, weil ich mir das einfach selber stecke. Ich kenne allerdings nicht so viele Organisationen, die das so stringent umsetzen, wie OKR gedacht wird, wie das halt mit vielen Methoden ist. Ja. Genau. Beantwortet es so die Frage? Grob. Ja, also das heißt, ich setze mir ein Lernziel und ich gehe auf dieses Lernziel über einen Lernpfad zu. Und durchdem ich zum Beispiel den Lernpfad Produktivität und Stressfreiheit wähle, lerne ich parallel gleichzeitig on the way auch Getting Things Done, um mich mehr besser zu organisieren, sozusagen. Na, eigentlich sind das verschiedene Sachen. Also du machst nicht die 3 Lernpfade parallel, sondern ja. Was wir jetzt immer mehr haben, sind Organisationen, die darüber nachdenken, sozusagen den Leitfaden ins Onboarding einzuklinken und zu sagen, hier, wir haben eh einen Onboarding-Prozess, macht im nächsten Dreivierteljahr die 3 Lernpfade, in welcher Reihenfolge ist egal. Findet euch zu Circling zusammen. Ach, ja. Ne? Und je nachdem, wo ich halt, was weiß ich, wo ich Stärken habe, also ich mache GDD seit 2006, na, da würde ich wahrscheinlich jetzt
klar, wenn jetzt die Office 365 Fokus kommt, ne, da habe ich so für mich gemerkt, hat sich das mein eigenes GDD-System nochmal komplett verändert, weil du halt einen ganz anderen Tooling zu tun hast auf einmal, ne, wo man sich, wo der Workflow zwar gleich bleibt, aber viel so Detailfragestellungen anders sind, dann macht es wahrscheinlich Sinn, da auch nochmal durch so einen GDD-Lernpfad zu gehen, aber dann würde man vielleicht den auslassen und eher in Richtung OKR gehen. Aber parallel ist schwierig, weil jeder Lernpfad fordert eigentlich von dir die 2 Stunden. Nee, so meinte ich es auch. Also ich sage, ich möchte, also nee, nochmal anders ausgedrückt, ist der Lernpfad selber, ist das Ziel dann der Lernpfad Produktivität und Stressfreiheit, ist es zu lernen, produktiver zu werden und dabei Stressfreiheit zu gewinnen? Oder sage ich, ich möchte jetzt lernen, wie ich besser in virtuellen Teams arbeiten kann und Besprechungen besser organisieren kann im virtuellen Raum und wähle dafür den Lernpfad Produktivität und Stressfreiheit, der mich dabei begleitet, auf dieses Lernziel zuzuarbeiten. Das habe ich jetzt so. Ja, nee. Also in dem Lernpfad Produktivität und Stressfreiheit lernst du ja im Kern die GDD-Methode kennen. Okay. Ne? GDD-Methode ist dieses Bild hier, also so eine bestimmte Art und Weise mit dem ganzen Wahnsinn, der auf mich täglich einprasselt, umzugehen. Ne? Und wenn man das quasi hier von der Cutter-Folge sieht, ne, sucht man sich erstmal aus so einer Top 10 von Quellen. Ne? Der eine liest lieber, der andere hört lieber einen Podcast, der andere schaut sich lieber einen Artikel an. Also aus so einer Top 10 wählt man sich was aus, hat dann so ein paar Kontrollfragen, ob man so den Kern von GDD verinnerlicht hat, und der Rest der Cutters führt dann eigentlich durch diesen Prozess durch. Ne? Also dieses alles aus dem Kopf rauskriegen, Mindsweep machen, eigene Umgebung einrichten, wo sind eigentlich meine Listen alle, wie tickt meine Referenzablage, ne? Inbox Zero mal durchspielen, ne? Wie kriege ich so meine 200 E-Mails in 10 Minuten auf Null und richtig in mein System einsortiert, wie gehe ich mit Projekten um, wie sieht meine Referenzablage aus, und dann quasi Housekeeping-Prozess, ne? Wie plane ich mir Weekly Review und Daily Review in meinen Arbeitsalltag ein? Ne? Und das halt sehr pragmatisch. Ne? Ich mache es mal mit dem Weekly Review. Moment. Simon, da habe ich aber verstanden. Also da ist das Lernpfad das Ziel sozusagen. Und genau. Später, wenn ich jetzt diese Lernpfade für mich durchgearbeitet habe, fällt es mir auch leichter, mir mein jetzt andere Lernziele zu setzen. Und weil ich diese Skills erlernt habe und kann dann anhand dieser Basis-Cutters, die drin beschrieben sind, auch auf andere Lernziele zuarbeiten. Genau. Das ist so die Idee. Genau. Also du lernst eigentlich du lernst so einen Workflow, den du dann verinnerlichst und immer so arbeitest. Ne? Und also wenn du jetzt hier guckst zum Beispiel, ich habe hier in OneNote, das ist mein LernOS Memex. Ne, und da habe ich halt meine Ziele drin, mein Vision Statement, da ist meine Weekly Review Checklist, da ist mein Projektbereich, ne, wo quasi immer eine Liste ist, was sind laufende Projekte, was brauche ich noch so im Zugriff, was sind Projekte, die vielleicht anstehen, ne, wo ich dann für sowas wie LossCon oder so halt zum Beispiel diese Projektübersichten, Projektpläne, wie David Allen das nennt, hier mal habe in einem Überblick, wo dann unten auch schon Lessons Learned reinlanden, während es läuft. Ne? So dieses, worüber kann man hinterher mal in einem Podcast berichten. Und parallel dazu habe ich dann halt immer die Projekt Next Actions, wie es heißt, hier in Microsoft To-Do. Also ich bin halt relativ stark in dieser ganzen Office 365-Welt. Ne? Und da hat jetzt das Projekt eben hier eine Projekt Next Action List. Und wie man sieht, für die Vorbereitung jetzt LossCon ist es leer. Und für andere Projekte sind da halt... Naja, Nachbereitung füllt sich's wieder, ne, weil da sind dann die Sachen nachzubereiten. Ne, und da sind aber auch jetzt die Kundenprojekte drin. Also das ist sowas, so ein GDD-Systematik, die ich mir halt mal überlegt habe, die sich auch immer weiter verfeinert und mal ändert. Dann hat man mal ein anderes Endgerät, dann macht man das wieder anders, aber das ist so die Kerngrundidee, genau. Ja, danke. So, dann schalte ich mal hier drauf wieder zurück. Und schauen wir, jetzt sind wir auch ein paar mehr noch geworden. Ist denn noch jemand, der eine Frage hat? Ist ja eine Ask Me Anything Session. Wenn wir keine Fragen mehr haben, ist die Session zu Ende.
Ja, ich habe eine Frage. Mhm. Simon, du hast gesagt, also ich bin komplett neu in LernOS und ich komme aus der Wollecke, also ich bin bei SAP und wir bemühen uns bei jeder Gelegenheit, das Woll-Konzept unter die Leute zu bringen. Was ist denn für dich, was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen Woll und LernOS? Ja, kann ich mal kurz, soll ich mal einen Blog dazu geschrieben, einen Chat auch posten. Geht denn hier kein, ich habe so einen blöden Mac, weil mein anderer Rechner irgendwie verbaut ist, so geht's größer. Kann man das lesen? Ja, super. Genau, also ich habe mal versucht, ich bin auf 13 gekommen, zum einen mal haben wir in LernOS diese verschiedenen Betrachtungsebenen, also diese drei Punkte, die stehen ja für diese drei Ebenen Individuum, Team und Organisation, ne, wo wir wenn du auf die LernOS.org gehst, ne, dafür gibt es eigene Leitfäden. Ne? Worüber wir gerade gesprochen haben, ist der LernOS für dich. Dann gibt es den LernOS für Organisationen und jetzt irgendwann im Laufe des Jahres kommt der LernOS für Teams. Ne, sowas hast du in Woll nicht. Mhm. Ne, dann von den Zielgruppen würde ich sagen, ist Woll, die Woll Circle Guides viel emotionaler aufgezogen, also viel mehr über Storytelling, ne, und irgendwie in den ersten Buch Ausgabe war noch so der Junge, dessen Lebenstraum ist, die Queen kennenzulernen und so. Da kommt LernOS vielmehr aus so einer pragmatisch-sachlichen Wissensarbeitsrationalisierungsrichtung. Ne, da sollen in Zukunft schon auch Geschichten rein, aber so dieser amerikanische Chaka-Spirit wird da nie reinkommen und wir werden wahrscheinlich auch nie so weit vorne ansetzen wie Woll. Ne, also in LernOS-Community würde ich sagen, sind wenig Leute, die 2020 das erste Mal was von Twitter gehört haben oder noch nie in Wikipedia was gemacht haben. Deswegen prallen auch viele, die jetzt vielleicht erst mit so Themen in Berührung kommen, prallen ab an LernOS, weil das so total Raumschiff Enterprise vielleicht ist für sie. Dann ist natürlich immer wieder diskutiert Wiederverwendbarkeit, ne? Also über die Zeit, die Wollguides sind ja immer geschlossener geworden. Ne? Ab Version 4.5 waren die ja noch in der Version 4.5 unter Creative Commons Lizenz, dann waren sie unter Copyright, dann durfte man sie nicht mehr im Intranet speichern. Jetzt gibt es noch diese Flipbook-Version. Das ist natürlich nicht so einfach, das wiederzuverwenden. Na, dann haben wir die Sprint versus Circle. Also wir haben halt, Woll geht mehr davon aus, dass du so ein Circle einmal machst und vielleicht machst du ihn nochmal. Ne? Dadurch, dass es bei uns eher um Kultivierung von lebenslangem Lernen geht. Ne? Theoretisch machst du das, keine Ahnung, von 13 ab, bis du stirbst, läufst du immer wieder durch so Sprints durch. Ne? Also ist dieses Wiederkehrende eingebaut. Geht vielleicht nicht auf alle ein. Wiederholung, Anzahl der Übungen, Classroom, Ziel, Canvas. Ja, das sind eher so Toolsachen, ne? Was es halt an Begleitmaterial gibt. Genau, was vielleicht, das ist noch ganz interessant. Das ist halt so ein Leitbild, was bei uns noch dahinter steckt, dieses Skills for the 21st Century. Na, man hat ja eigentlich wenn du diese ganzen OECD-Studien anschaust, über Skills Demand in den OECD-Ländern ist relativ klar sichtbar seit den 70er Jahren, dass halt sowohl, also erstmal diese ganzen Routine Manual Tasks nach unten geht, was die Nachfrage angeht, und jetzt eben durch KI, Analytics und so weiter eben auch Routine Cognitive. Das heißt, wenn du als wissensarbeitender Mensch in so einem Bereich bist, entweder wirst du deinen Job verlieren oder du wirst gegen eine Maschine kämpfen, was zu schlechten Arbeitsverhältnissen führt. Ne? Also schlechter Lohn, schlechte Benefits und so. Na, und das steckt halt bei uns auch so ein bisschen dahinter, Leute darüber auch nachdenken zu lassen. Also wie muss ich mich als Wissensarbeiterin strategisch positionieren, um auch in 20 Jahren noch nachgefragt zu sein und ein gutes Leben zu haben. Deswegen auch das hat man jetzt auch mal eingeführt in der Webseite, ne? So dieser OECD Learning Kompass mit diesem Ziel Wellbeing 2030, ne? Also so die Erkenntnis, das Wohlergehen vom Individuum bis zur globalen Gesellschaftsebene hängt eben sehr stark von Lernen ab und sehr viel weniger von anderen Dingen. Den Link zu dem Blog könnte ich dir mal in den Chat posten, da ist es noch ein bisschen ausführlicher. Super, das wäre toll. Danke dir. Gerne. Simon. Auf jeden Fall interessiert mich auch der Blog. Ja, ich habe es in das Pad den Link reingepackt. Das kopiert der Benedikt dann raus und dann ist es auch in der Doku. Genau, der Carsten hat die Hand gehoben, vorbildlich. Ja, total. Genau. Meine Kamera, ich habe wohl nicht die richtige eingestellt. Egal. Du bist ein bisschen leise wieder. Kannst du ein bisschen näher ans Mikro noch? Aber darf ich an und
Der hier, oder? Könntest du mir jetzt besser hören? Ja, perfekt. Wunderbar, okay. Genau, also, genau, meine Frage war eher so dieses Outdoor-Thema, weil ich gerade merke, die ganzen Leute durch Corona echt zu Hause im Homeoffice sozusagen verkümmern, sage ich mal. Aus eigener Erfahrung habe ich gemerkt, dass die Bewegung einfach nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich wünscht. Und die Frage ist, kriegen wir die Leute wieder bewegt mit den Working Outdoors oder mit den, also wir wollen quasi ein 12-Wochen-Programm machen, wo wir quasi Leute quasi auf die innere Reise schicken, aber eben wirklich physikalisch auf die Reise schicken, dass sie quasi jede Woche ein Arbeitspaket im Wald oder in der Natur haben, also ein bisschen so experience-like, ja. Ja, also da mit Lernreis kann man viel machen, das noch nicht, würde ich sagen. Also da gibt es kein Lernpfad in dem Sinne zumindest. Das Einzige, was mir einfällt aus der Beschäftigung hier mit dem Podcasting, Lernpfad und Leitfaden. Gibt es eine relativ große Gruppe mittlerweile, die sich so um dieses Thema Audio in Organisationen kümmert, sei das Podcasts, Livestreaming und so weiter. Genau. Ja. Ne, und da hat man jetzt sowohl letztes Jahr bei den Barcamps mal erste Audio-Only-Tracks, ne, wo man sagt, eine Spalte ist nur Audio. Und wir hatten vor Ende April, will ich mal zeigen, hatten wir das. Habe ich schon gesehen, das Audio-Only-Barcamp, oder was meinst du? Ja, genau. Genau, darüber haben wir halt versucht, sozusagen den Leuten mal ein bisschen nahe zu bringen. Ne? Was brauche ich denn, um gute Audiotechnik zu haben? Wie sieht es aus, wenn ich draußen bin? Wie ist das denn mit Windschutz, dass ich da kein Windgeräusche und so weiter habe? Also sowas machen wir schon. Ne? Gerade eben, wie du sagst, Zoom-Fatigue, auch Sitzen ist der neue Krebs. Ne? Das ist irgendwie schlecht, wenn man die ganze Zeit vom Monitor rumlungert. Aber es gibt jetzt in dem Sinne keine fertige Ressource oder keine fertige Anleitung leider. Aber wäre ein schöner Einstieg, sowas zu machen, wenn ihr da dran seid. Genau, also wir wollen die Achtsamkeitsthemen natürlich, also ich meine, wir sind halt jetzt einige Leute, die natürlich Outdoor-Coaches sind, aber auch wurde eben quasi mit dem Thema Achtsamkeit, Waldbaden, Naturcoaching und Naturresilienz, so diese Sachen wollen wir einfach mal schauen, wie man die quasi verbinden kann. Und dann haben wir halt die Idee, dass wir jetzt bei uns in dem Fall sind wir ja in Baden-Württemberg unterwegs und da könnten wir ja von Standort zu Standort sogar laufen, dass die Leute sozusagen irgendwie auch... Also wir wollen aus einem Gesundheitsmanagement gucken, ob wir dann sagen, okay, wenn du so viele Etappen gelaufen bist, dann kriegst du einen freien Tag oder sowas. Ja. Also auch solche Sachen. Ja. Da ist, aber, wenn ihr da was startet, also es gibt in der Connect-Community zu LernOS, gibt es diese Seite LernOS-Ansprechpartnerinnen. Da versuche ich immer zu sammeln, wenn ich weiß, dass Leute an irgendwas dran sind. Ne? Und da gibt es so einen Bereich Leitfaden und Lernpfad-Ideen, das sind auch mal unausgegorene Sachen, die nie was werden, aber wo einfach dann Namen dahinter stehen, wo man sagt, wenn da jemand mitmachen will, das sind die Leute, bei denen man sich melden kann. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne sozusagen hier eine Anlaufstelle machen, wo sich dann Leute finden vielleicht. Super cool, ja genau, ja. Ja, ich bin noch nicht so richtig connected und noch nicht so unterwegs, da habe ich noch nicht so richtig Überblick, wie funktioniert, das werde ich mal machen. Wir sind jetzt ein kleines Kernteam von 3 Leuten. Und werden schauen, dass wir jetzt sozusagen so ein paar interessierte Szenen an uns ranhängen, damit wir einfach das Thema so langsam anbauen. Ja, aber wir haben eben auch coole Standorte und deswegen können wir da, habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, also das sollte eigentlich gehen. Ja, genau. Klasse. Okay, dann bin ich. Danke für die Frage. Carsten, coole Idee, mach das öffentlich, würde mich interessieren. Ja, wir sollten es eigentlich bereichsübergreifend, also konzernübergreifend machen. Die ursprüngliche Idee war eigentlich diese Thru-Hikes, also das heißt diese langen Wanderungen, wo du wirklich zu dir findest, aber eben, und dann war so die Idee die On the Way to New Work, die finde ich, die beiden, die inspirieren mich echt jedes Mal mit ihren Podcasts und da kommt so die Idee, dass du eben einerseits lange mit dir Zeit haben musst, wo du wirklich eben für dich Ruhe hast und eben dir nicht ausweichen kannst. Deswegen will ich die Leute eigentlich in die Natur schicken. Deswegen war die Idee, lass uns von Norden bis Süden laufen, also meinst von Flensburg bis Passau und dann aber eben auch schauen, wo kann man vorbeilaufen, wo kann man Events machen, wo kann man wirklich auch sozusagen Seminare, Veranstaltungen machen, irgendwie an Firmen vorbeilaufen. Also sowas sehen kann man schon relativ groß denken und da kann ich mir vorstellen, dass wir jemanden haben, der quasi die Sachen organisiert. Andererseits würde ich auch gerne eine Seite haben, wo man quasi die Sachen auch leicht bestellbar macht, dass man sagt, okay, ich will jetzt quasi eine Übernachtung oder ich will beim Bauern auf der Wiese schlafen oder ich will eben also verschiedene Sachen, die dann vielleicht ein bisschen leichter zu buchen sind. Die Leute, die schon mal Neuseeland Urlaub gemacht haben, wissen, wie man Berghütten bucht. Ja, in Deutschland weiß man das anscheinend nicht. Also das ist irgendwie ganz komisch, dass es irgendwie ganz komisch hier organisiert ist. Also so ist meine Vorstellung, dass man eben relativ schnell mit dem Handy die Sachen buchen kann und dann quasi losmarschiert und irgendwie ankommt oder gut ankommt. Ja. Seid ihr da schon im Kontakt mit dem Joachim Heidegger? Ich denke, der ist da mit Sicherheit auch dran interessiert.
Du meinst unser Joachim Heidegger, ja, genau, der ja. Bei der MBB ist, ja genau. Ja. Mit dem habe ich gestern gesprochen und hat natürlich gesagt, da er kennt euch schon Ewigkeiten. Den habe ich das aber gestern, warte mal, der. Nee, wir machen momentan erstmal mit Joachim mache ich erstmal was anderes. Da machen wir gerade die Online-Learning-Konferenz. Aber das ist ein guter Punkt, den werde ich nochmal mit reinnehmen, ja. Der würde so vom Mindset, was er halt sich wünscht und Ziele hat, super gut reinpassen, ja. Das stimmt, das ist ein guter Punkt, da nehme ich ihn nochmal mit dazu, ja. Sehr gut, vielen Dank. Gut, dann hat der Simon die Hand gehoben noch. Kurze Minuten. Danke dir, das hat sich erledigt. Ich war nämlich auf der Suche nach den Ansprechpartnern und das hat sich jetzt mit der Frage von Carsten ergeben. Die hatte ich in der... irgendwo sind die bei mir untergegangen. Danke dir. Genau. Ich habe den Link zu der Seite, die ich gerade gezeigt habe, in den Chat gepostet. Da ist aber das Thema vom Carsten noch nicht drauf. Ne? Es könnte sein, dass wir es da drauf schreiben. Ja. Die Seiten, das zeige ich kurz. Man kann bei uns in der Connect-Plattform einzelne Beiträge in den Wiki-Modus schalten. Ne? Wenn die im Wiki-Modus sind, heißt das, dass nicht nur der Einsteller die bearbeiten kann, sondern jeder. Also das heißt, jemand, der ein Thema anfängt. Viele werfen mir das über den Zaun oder ich frage nach. Man kann aber gerne auch sozusagen selber hier was eintragen, wenn man will. Das ist auch ein Kollege von dir, Carsten, der Werner Stockinger, ist auch NBW. Ja, genau. Ich kenne die alle. Also ich war, sie alle. Vor 2 Jahren war ich mit ihm in Stuttgart, in München waren wir gemeinsam damals. Ja, genau. Ja, also er hat mich ja auch cool verführt. So gesehen kenne ich die Truppe gut, ja. Dann habe ich den Stefan noch. Ja, hi. Simon, hast du eigentlich auch mal so eine richtige Spinner-Session geplant, nach dem Motto, LernOS, wo stehen wir in 10 Jahren? Also oder geplant nicht, aber es ist eine gute Idee, ja. Ja. Ich habe so den Eindruck, dass im Augenblick, es wird ja wirklich konsequent immer weiterentwickelt und ein bisschen bottom-up und das ist ja auch sehr solide, aber halt eben auch nochmal so den Sprung, in 10 Jahren werden wir vielleicht, werden wir alle fliegen, Auto fahren. Wo könnte da LernOS stehen? Also so richtig 10 Jahre haben wir nicht. Ich kann euch mal gerade zeigen hier in der Webpräsentation. Warte mal, was brauchen wir da für eine Seite? Genau. Hier, bei uns war das jetzt quasi so ein Mittelfristziel. Ne? Wir hatten bei den Strategietagen 2016, wo wir halt 15 Jahre alt geworden sind, uns überlegt, wie sehen unsere nächsten 15 Jahre aus. Ne? Das ist jetzt aber nicht LernOS-Strategie, sondern erstmal eher Cognion-Akademie-Strategie. Sorry. Und da war halt ein Ding, dass wir gesehen haben, dass halt viele Sachen sich in diesen einzelnen Projekten alle verbergen und wir die mal rausgraben wollten. Ne? Das ist so, wir haben so eine Liste mit 348 Projekte sind es, glaube ich, mittlerweile, wo jetzt die Inhalte quasi alle systematisch rüberfließen in die Leitfäden. Und da ist der Meilenstein 21.12.2022. Ne? Und bei uns wird es dann auch inhaltlich heißen. Ne? Ich habe gesagt, ich will jetzt hier, wir sind im Moment zu viert, irgendwie nicht größer werden, bevor unser Portfolio und unser Ansatz nicht sauber geschärft ist. Ne? Und die Verfügbarkeit der 3 Leitfäden ist dann quasi der Core sozusagen, ne? Um da dann nach und nach eben auch Leute aufzubauen und so weiter. Und dann macht es aber total Sinn, wie du sagst, mal auch auf der LernOS-Ebene zu überlegen, ne? Wie könnten da die nächsten 10 Jahre aussehen? Ne? So ein Community-Event, fände ich cool. Schreib das als Idee mal rein. Also vor 20 Jahren hat man ja in der Matrix gesehen, wie Lernen in der Zukunft dann aussieht. Also wenn ich so, ich hatte es ja gestern erzählt, ne, die man sieht jetzt halt auf dieser Standardebene, ne, so diese ISO-Ebene, dass einfach dieses Thema Wissen, Lernen, Kreativität immer mehr Mainstream wird. Ne, also dass du sagst so, keine Ahnung, heute hörst du ja immer noch viele Firmen, die sagen, ah, wir haben gar kein Wissensmanagement oder Wissensmanagement ist bei uns gescheitert. Ne, und die meinen dann damit, sie haben keine Abteilung oder Wissensdatenbankprojekt hat nicht funktioniert. Ja. Das sind ja totale Quatschsichten. Ne? Also es gibt keine Organisation, die kein Wissensmanagement hat. Jeder, so wie ein Mensch, nur lernen kann, der lernt halt gut oder schlecht oder schnell oder langsam. So ist es bei einer Organisation auch. Ne, wenn ich jetzt formulieren müsste, würde ich sagen, dass so eine Sichtweise in 10 Jahren da ist. Ne? Und dass es für jede Organisation selbstverständlich ist, zu reflektieren, und auch systematisch zu reflektieren, wo sind denn da unsere Bottlenecks, wo müssen wir besser werden und entsprechende Maßnahmen einführt und nicht irgendwie HR macht das, IT macht das, Strategie macht das. Fände ich so eine Vision, ne, wo diese Leitfaden vielleicht helfen könnte. Ne, dass man sagt, es fangen Leute an,
auf organisationaler Ebene, so wie Katrin, GEZ, ne, so Ideen wie Koalition des Lernens verfangen, also wo das eher so top-down losgeht oder wo auch bottom-up man einfach sieht, Leute professionalisieren ihre Wissensarbeit, werden auf einmal viel produktiver und andere schauen sich das ab, ne, so dieses Role-Model-Prozess quasi, ne, dass es dadurch geht. Ob da 10 Jahre reicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein längerer Horizont, aber ja, ich habe es mal als Idee aufgeschrieben, fände ich gut. Kommt der Benedikt schon zum Anhalten? Ne, ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Carsten hat nochmal. Und der Marc. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Sagst du es nochmal bitte? Ich habe es gerade nicht verstanden. Ich wollte Carsten und Marc, habe ich habe jetzt nicht gesehen, wer zuerst da war. Der Carsten. Also Carsten. Okay. Was ich merke, eben mit weniger Computer zu arbeiten, das ist das eine Thema. Also das fände ich schon auch spannend zu gucken, wie kann ich eben Wissensarbeit mit ohne Technik, ohne viel Computer machen. Also das ist ein Thema, was mich interessieren würde für die Zukunft. Ich glaube, also Mobiltelefone, solche Sachen, ich glaube, dass man die einfach ein bisschen weniger nutzen könnte, dass dieser Alltagsbegleiter vielleicht ein bisschen weniger wird und sich auch ohne diese Technik organisieren. Das fände ich mal spannend zu schauen, ob da die nächste Generation schon denkbar ist. Weil das war ja lustig zu sehen gestern, fand ich im Chat, beim Vortrag sowohl von der Katharina beim Lightning Talk als auch beim Daniel wurde das extrem positiv bemerkt, dass sie einfach handgeschriebene Karten in die Kamera gehalten haben, statt Hochglanzfolien zu zeigen. Ne? Ja, also ja, das genau. Ist so ein bisschen irgendwie Handwerk. Ich will mich auch immer öfter den Spruch sagen, analog ist das neue Premium. Ne? Also man hat ja immer so dieses, wenn alles analog ist, dann ist es irgendwie hip, es digital zu machen. Wenn alles digital ist, ist es wieder hip, es analog zu machen. Und irgendwo pendelt sich das ein, ja. Bei mir ist es auch so. Also ich habe auch öfter schon mal versucht, zum Beispiel, wenn ich so Ideen mir überlege, ne, so Learning Coalition und so Sachen, auch mal statt Post-its irgendwie ein iPad zu nehmen. Aber das kann man alles komplett noch vergessen. Also da ist die Haptik und der Umgang damit ist so anders als das Papier und so unpraktisch. Und das irgendjemand hat Telefon im Hintergrund. Gibt's nicht laut. Sorry. Da gibt es diese Stummtasten. Die werden überschätzt. Ja, und ich merke das jetzt in so Meetings bei Whiteboards und so, die Anwendungen, die werden so langsam in so ein Teams-Meeting und Microsoft-Whiteboard parallel auf dem iPad und dann mit dem iPad-Stift, aber auch wirklich nur mit dem iPad im Moment. Also die ganzen anderen Sachen, die ich ausprobiert habe, das war irgendwie alles noch nicht toll. Das geht, aber ich habe es auch gar nicht so als Ziel. Also für mich ist eigentlich eher dieses, was passt für mich, was fühlt sich gut an. Ich habe jetzt nicht die Quote zu sagen, ich muss irgendwie so und so viel Prozent analog machen oder so und so viel Prozent digital. Ich weiß nicht, ob die anderen da andere Erfahrungen haben. Machen wir. Herzlichen Dank. Bis später. Ich bin aus einem Softwareunternehmen, also ohne Computer läuft bei uns ja gar nichts. Deswegen, ich kann das verstehen, wobei mich auch die handgeschriebenen Notizen extrem angesprochen haben und ich dann das schon einmal vor einem Jahr hatte, diesen Effekt, dass das jemand gemacht hat, wo ich so dachte, geil, warum machst du das nicht auch? Oder auch mal bei einem Termin bei Conti, da hatte jemand sich auch hat zwar Folien gezeigt, aber die Folien waren vorher mit Hand gezeichnet, eingescannt und reingelegt. Ja. Und ich fand das total cool, weil es sehr reduziert war und nicht so bunte Sachen verkaufen, sondern auf das Wesentliche runter reduziert. Und das kam bei mir immer sehr gut an. Und gestern hat mich das tatsächlich angeregt, dass ich den Sketchnoting-Lernpfad auf jeden Fall machen wollte, nachdem ich den stressfrei gemacht habe. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ich versuche das immer ein bisschen zu mischen. Selbst wenn ich PowerPoint habe, du kannst deinen PowerPoint hervorragend rummalen. Und dann lieber 2 Folien weniger und ein bisschen noch was da drum gemalt kommt, finde ich besser an. Also ich habe jetzt die letzten Monate, als es dann so angefangen hat, wärmer zu werden, mich irgendwie verstärkt in so Angler-Shops und so rumgetrieben, weil wir haben hier nicht so weit die Pegnitz weg und mir ging es halt darum, einen Stuhl zu haben, den man irgendwie gut an den Rucksack dran packen kann und mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren kann und dann dort arbeiten kann. So, und da brauchst du halt irgendwie was Leichtes, irgendwie Alu-Gestänge und dann irgendwie kleinen Tisch, dass so ein Laptop drauf passt und solche Sachen. Und da findest du auch schon, aber dann läufst du in das nächste Problem, dass so dein Notebook halt in der Regel mit den ganzen Spiegeldisplays, sobald die Sonne kommt, siehst du da nichts mehr drauf, ne? Und so Geschichten. Also da
bin ich dann auch dazu übergegangen zu sagen, okay, die Slots, die ich mir einplane für Outdoor, sind dann welche, die technikfrei sind, wo ich dann maximal mit dem iPhone vielleicht eingewählt bin und sprechen kann, da einen Windschutz drauf habe auf dem Mikrofon, aber wo ich dann quasi einfach nur einen Post-it-Block dabei habe und Dinge schreibe. Und tatsächlich auch mein Memex, ich weiß nicht, wer das kennt noch, überleg mal gerade, wie der, weiß das jemand, dieser genau, Hipster-PDA. Also auf diese Memex-Idee bin ich über die Hipster-PDA gekommen. Und das war quasi so flexibler Filofax, wenn man so will. Also der Hack ist quasi, du nimmst dir so eine Büroklammer, die kostet 20 Cent und dann nimmst du in der Regel DIN A6 Karten und dein ganzes System sozusagen, deine Next Actions Liste, deine Projektlisten und so weiter, die sind da drinnen. Ne? Das sieht man dann hier, was weiß ich, mach das hier mal auf. Ne? Das hatte ich auch. Ich hatte dann auch die GDD Workflow Grafik hatte ich da drin. Zum Beispiel, ne, um immer wieder mit dem Prozess anzuschauen, aber auch die Liste meiner laufenden Projekte und dann, wenn ich Tasks hatte, habe ich die einfach abgestrichen. Ne, ich muss sagen, das war von der täglichen Experience so als Mensch viel besser, als es heute im Digitalen ist. Ne, also dieses, du hast einen Zettel, du streichst da die Sachen durch, du knüllst die mal weg oder du hast eine Idee, dann zeichnest du da auch mal rein. Also das ist super. Da habe ich auch noch so einen riesen Stapel an Karten, ne, weil immer die alt sind, hat man aussortiert und einmal im Jahr habe ich die immer noch mal durchgeguckt, ob dann irgendwas dabei ist für Someday Maybe oder so. Also das war so vom Umgang und vom Gefühl damit umzugehen besser als digital. Aber du hast natürlich immer das Problem, du bist dann woanders, dann kannst du die Aufgabe da nicht eintragen und auch das Zeichnen. Ne, ich zeichne nicht gut, muss auch Sketchnoting mal machen. Trotzdem versuche ich immer viel Sachen für mich zu visualisieren. Und da bin ich halt einfach mit einem Bleistift auf ein Stück Papier viel besser als in jedem Whiteboard-Tool, was es bisher gibt. Trotzdem hat schleichend jetzt OneNote und To-Do sozusagen diesen schönen Hipster-PDA nach und nach abgelöst. Aber das, ich schreibe das mal hier rein, weil Hipster-PDA wäre eine coole Quelle für den Leitfaden noch. Darf halt nichts auslaufen im Rucksack. Auf dem Weg zum See. Genau. Also es war die Tochter, als sie klein war, die hat dann durchaus mal den Clip oben gemacht und hat die Karten alle umsortiert oder so. Und weg aber ist halt immer weg. Der Dreh- und Angelpunkt ist die Kollaboration. Ich meine, ich kann natürlich auch alle Farben hier hinmachen als Post-its und so weiter und dann schön halt analog alles an die Wand machen, aber ich habe natürlich dann null Kollaboration. Und von daher, ja, die Sachen funktionieren. Ich schreibe auch gerne auf mit Stift auf Papier, aber wie kriege ich die denn wieder in den Prozess rein, damit andere auch dann kreativ arbeiten können? Weil klar, ich kann natürlich jeden Prozess, den ich im Kopf habe, visualisieren und halt aufmalen, aber dann bin ich wieder in dem Modus, wo ich Leuten was präsentiere, was ich mir ausgedacht habe. Ja. Und ich verhindere damit den Brainstorming-Prozess, weil ich halt einfach was Fertiges halt jemandem vorsetze. Ja, das ist so diese Krux. Ich meine, und das sind genauso Sachen, die dann neu dazukommen. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt mit der diese Adaption von dieser Open Space Learning Grafik, ne, mit diesen zwei Kurven gestern, da gab es bestimmt 20 Iterationen auf einem Post-it erstmal, bevor das erste Foto mit der OneNote-App quasi den Weg dann auch in mein Memex gefunden hat. Ne? Weil da bastelt man rum, da streicht man was durch, die malt man nochmal neu. Ja, und dann hast du halt irgendwo so diesen Medienbruch. Da gibt es ein ziemlich cooles Buch auch von so Microsoft. Vielleicht kennst du den sogar, Ragnar. Ich glaube, 2010 oder so war das. So ein Buch, wo es genau um diesen Umgang mit so Digital Assets geht. Also wie gehen wir mit Fotos, mit Videos, mit Links, mit Dateien um? Da gibt es ganz viel aus der alten Welt, so aus der E-Mail-Welt. Und auch David Allen mit GDD hängt noch total in dieser alten Welt fest. Die heulen alle noch Lotus Notes und so nach. Und das eine Buch geht so komplett auf diese neue Welt mit Blogs, mit Wikis, mit Tags, mit Kategorien, mit Activity Streams. Das könnte ich mal raussuchen. Das ist, glaube ich, auch als Quelle noch nicht drin. Ich mache gerade ein Experiment für mich selber und versuche den hybriden Ansatz. Das heißt, ich habe jetzt zwei Kameras hier an der Wand, die ein Whiteboard halt abfilmen. Das heißt, ich kann richtig klassisch mit dem Stift whiteboarden. Ich kann mit Post-its die Sachen an das Whiteboard drankleben, aber die Kamera nimmt die Sachen auf und kann ihn dann in dem Meeting kollaborativ wieder so zur Verfügung stellen, dass andere diese abgefilmten, diese abfotografierten Sachen wieder weiternehmen und weiter daran halt arbeiten können. Aber ja, dran ist das nicht.
ist das nicht schwierig? Also ich habe das dann auch mal probiert. Das war aber so ein bisschen, wahrscheinlich muss man es üben. Also dann war die Größe des, was abgefilmt wurde, nicht groß genug und passte nicht. Also es war jetzt nicht wie ein Whiteboard in der normalen physischen Veranstaltung oder wie ein Flipchart, sondern es war etwas schwer zu sehen. Da wäre es vielleicht leichter gewesen, doch mit einem elektronischen Whiteboard zu arbeiten. Genau. Und ja, also klar. Die Qualität von dem elektronischen ist immer besser. Was diese Hersteller jetzt machen, ist, die nehmen quasi künstliche Intelligenz und pushen die Farben auf, damit also wirklich die Farben noch kräftiger sind. Wenn ich jetzt auch schon mit der Hand dauernd vor dem Whiteboard springe, wird meine Hand automatisch halt wegreduziert, sodass ihr mich nicht dann halt vor dem Whiteboard laufen seht oder alles, was dann halt ist. So, dass alles, was an Störung ist, wird rausgefiltert und nur, dass die kräftigen Schriften und so weiter dann halt erhalten bleiben. Das halt durch künstliche Intelligenz. Genau. Ich bin gerade selber ganz neu dabei. Ich habe erst vor 2 Wochen angefangen. Ich finde dieses Hybride ganz spannend, wo wir nicht sagen müssen, nur digital, nur analog, oldschool, sondern Zwischenphasen. Dann haben wir gleich die Frage von Marc noch. Ich habe einen Gedanken dazu noch. Was für mich so ein Thema ist, es gibt ja dieses SMAC-MAME, Social Mobile Analytics Cloud. Das ist sowas, wo ich eigentlich jeden Ansatz, egal ob GDD oder was auch immer, dagegen checke. Und das, was du jetzt beschreibst, das bricht immer ein bisschen mit diesem Mobile-Prinzip. Also ich habe das immer nicht überall. Ne? Ich arbeite halt gern mal draußen oder im Coworking-Space, bei Adidas im Coworking-Space. Und ich habe halt gern so eine Basisinfrastruktur, die ich überall dabei habe. Ne? Und alles, wo ich gesagt habe, ich baue mir mal hier in der Akademie einen Platz oder zu Hause einen Platz, den müsste ich immer an vielen Stellen bauen und da müsste mein Rucksack passen und da bricht es dann immer, ne? Weil da, wo ich dann bin, habe ich das gerade nicht. Ne? Und das ist noch so dass die Technologie für das Hybride dann am Ende doch wieder eher stationär ist und nicht mobil. Ja, volle Zustimmung. Der Marc, sorry, wir haben 2 Minuten noch. Marc, ja, genau. Eigentlich last question. Ich wollte mal den Status quo von den Lernausguide für Teams fragen. Der Status ist, dass es ein Word-Dokument bei uns auf der Platte gibt. Wir setzen bei LernOS für Teams neben OKR auf dem Scrum-Guide auf. Also Getting Things Done ist ja im Kern, wenn ihr euch den Getting Things Done-Prozess mal neben den Scrum-Prozess legt, ist es von der Logik und den Prinzipien eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, da ist auch, war auch unsere Vorüberlegung zu sagen, wenn jemand auf individueller Ebene GDD gelernt hat, und der soll jetzt Scrum machen im Team, ist das für den nichts Neues, weil das ist exakt das Gleiche, nur halt mit 9 Leuten oder 7 und nicht alleine. Und da hatten wir abgewartet, bis der Scrum Guide 2020 rauskam. Mhm. Genau. Ja. Weil die Stoßrichtung ist jetzt, den quasi für Non-IT mehr zu trimmen. Das ist so halb gelungen, noch nicht so ganz. Ja, aber da war immer das Problem, wenn du jemand aus dem Personalbereich oder einem Juristen oder so das gibst, ne, dann liest er irgendwie Agile Manifesto und schaut in den Guide und dann steht was von lieferbaren Softwareprodukten und so und dann sagt er, hey, ich habe gar keine Software. Und das war uns als Basisquelle wichtig, dass das draußen ist. Ne, und jetzt theoretisch hätten wir damit schon anfangen können, weil der Guide schon da ist, aber der Fokus war jetzt erstmal die 2.0 von dem für dich fertig zu haben. Jetzt dann als nächsten Schritt wahrscheinlich in Ende Q3 21 den LernOS für Organisationen in Version 1 zu haben. Und dann laufen nach der Sommerpause laufen bei 2 Automobilkonzernen Piloten für LernOS für Teams, ne, wo wir quasi so eine Art Version 0 in den Projekten testen, daraus dann eine 0.1 machen und die irgendwann in Q4 veröffentlichen zum Ausprobieren und dann Q1, Q2, 22 in die Version 1.0 kommen. Wenn euch das interessiert, wenn du willst, wir haben das so ähnlich, das ist nicht formalisiert bisher, aber so ähnlich wie bei Microsoft, diese Release-Ringe. Ne? Also da gibt es so dieses, wir probieren Sachen in Projekte und dann gibt es so einen Ring, der keinen Namen hat, vielleicht muss man dem mal einen Namen geben. Leute, die Interesse und Leidensfähigkeit haben, Sachen in einem sehr frühen Stadium auszuprobieren, dann schick mir da gerne einen Ping, dann nehme ich dich damit drauf, dann kann ich, sobald mal irgendwas hat, was man guten Gewissens nicht veröffentlichen, aber weitergeben kann, kann ich das mal geben. Ich frage mal mein Team, wie leidensfähig es ist, wobei wir jetzt ja erstmal gerade frisch einsteigen in für dich und ich sage mal, wenn das bis Ende des Jahres kommt, dann haben wir bis dahin auch so viel Erfahrung für dich gesammelt, dass es dann eigentlich ganz gut passen würde, glaube ich. Also in den Piloten sind auch, das eine sind Softwareentwicklungsteams mit 10 bis 20 Leuten, die sind
extrem tief in Scrum und so weiter drin und halt an den anderen Themen interessiert, ne? Dass dann auch sowas wie Wissenslandkarte des Teams, wie sieht eigentlich die Referenzablage aus, ne? Das sind jetzt viele, die so im Übergang sind von File-Server hin zu Teams, was mache ich da eigentlich in den Files, brauche ich noch einen SharePoint online dazu und so Zeug. Und das andere ist ganz andere, das ist ein Bereich mit 200 Juristen. Also mal bewusst gesagt, wir wollen mal auch Leute, die jetzt so nicht aus dem IT-Bereich kommen, wo mal dann gesucht haben in Bereichen wie Kommunikation oder Personal oder eben Legal. Ne, und die wollen, bei den 200 Juristen wollen die 14 Leute zu Knowledge Management Professionals ausbilden und da wird der Leitfaden quasi die Basis für teamorientiertes Wissensmanagement dort. Spannend. Genau. Genau, jetzt sind wir über die Zeit eigentlich schon drüber. Also Bernd habe ich gesehen, deine Frage beantworte ich natürlich. Nur ganz kurz, du hast eben die Seite mit den Ansprechpartnern für die unterschiedlichen LernOS-Titel oder Ideen. Kannst du das nochmal posten in die geteilte Notizen? Ja, mache ich. Das war im Chat. Chat ist drin, ja genau. Im Chat ist drin, okay. Genau, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, enden wir pünktlich, sonst kriegen wir Ärger mit dem Karl-Heinz. Dann danke ich euch. Das war eine schöne interaktive Runde. Wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, klar, immer auf mich zukommen. Und wer mitarbeiten will, auch auf mich zukommen. Simon, kennst du den Guide, den die jetzt gerade den Getting Things Done Active Dict Action geschrieben haben? Kennst du den? Nein. Nur als Hinweis, da ist, glaube ich, relativ viel von Office 365 schon drin. Ist sehr viel spezialisiert auf Office 365 für Zusammenarbeit. Cool. Okay, also ist der public oder kann man den als Buch kaufen? Nee, das ist eben, die haben den nicht öffentlich im Shop drin für 10 Euro, sondern den muss man erstmal ansprechen mit den Leuten. Also sprich vielleicht mal, wir können gerne mal reden, der ist noch in Team. Ja, Shop, okay, alles klar. Komme ich auf dich nochmal zu. Okay, super. Jo. Viel Spaß euch weiterhin. Ciao. Ciao. Danke, ciao. Tschüss.